Der Crash-Sensor eines Fahrradhelms hat Rettungskräfte alarmiert und per GPS mitten im Wald zu einem schwer verletzten Mountainbiker geführt. Dieser wurde vor wenigen Minuten in die Klinik am Südring eingeliefert. Doch nichts ist so, wie es scheint. Sie sind die Freundin von Herrn Neumann? Genau. Wie ist Ihr Name? Kein Blut sehen, mir wird davon schlecht. Oh Gott, okay. Wenn ich das sehe, dann wird mir direkt schlecht. Wie ist Ihr Name? Franka Kroll. Wie sind Sie denn so schnell hergekommen? Wir haben überhaupt noch keinen angerufen. Ich habe eine Nachricht über meine Notfall-App bekommen und bin dann direkt hierher gefahren und habe vorher noch sämtliche Krankenhäuser abtelefoniert, aber ich... Okay, Frau Kreuzer, die Sanitäter haben ihn ja zum Glück schnell gefunden. Die sind ja auch durch die App alarmiert worden. Ja. Ich denke, die haben absolut recht. Der Oberarm ist gebrochen. Der Oberschenkel ist auch gebrochen. Jetzt müssen wir noch die Kopfplatzwunde untersuchen. Ja. Ich denke nicht, dass er ein Schädel-Hirn-Trauma hat. Er ist nur zugedröhnt von Opiaten. Ja, er hat sehr viel Schmerzmittel. Augen auf. Machen Sie mal kurz die Augen auf. Sehr gut. Kann man denn ungefähr sagen, was genau passiert ist? Oder? Es scheint ein heftiger Fahrradsturz gewesen zu sein. Es war richtig doof, dass Frau Kroll kein Blut sehen konnte. Als sie in den Schockraum kam, traute sie sich überhaupt nicht, ihren Freund anzugucken. Als wir dann die Wunde etwas gesäubert hatten und etwas weniger Blut im Gesicht war und sie schaute, ja, was sie uns da sagte, erstaunte uns wirklich enorm. Ach, Frau Kroll, Mensch, wie gut, dass Sie so schnell kommen konnten, dass Sie jetzt... Ihre Freundin ist hier, haben Sie das mitbekommen? Herr Neumann. Guck mal, hier ist er nur runtergelaufen. Ja, jetzt sieht er schon halbwegs manierlich aus. So, schauen Sie mal. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge von dem Blut weggemacht. Das ist nicht mein Freund. Das ist nicht Bernd Neumann. Was? Das ist nicht mein Freund. Das ist nicht Bernd Neumann. Sie haben eben doch noch gesagt, das ist Herr Neumann. Ich hab den ja gar nicht richtig gesehen. Alles gut. Wo ist denn jetzt mein Freund? Wie heißen Sie? Okay. Ist fertig. Er muss jetzt ins Röntgen, er muss zum CT. Ja. Es kann auch sein, dass er operiert. Es tut mir leid, Sie müssen jetzt, wenn das nicht Ihr Freund ist, müssen Sie jetzt rausgehen. Aber da vorne liegt der Fahrradhelm von meinem Freund, den erkenne ich sofort. Das ist der Helm von meinem Freund. Also irgendwo muss mein Freund ja hier sein. Kommen Sie mal raus. Ja, mit Sicherheit. Aber ich kann Sie jetzt leider nicht bei diesem Mann lassen, wenn das nicht der Herr Neumann ist. Ich fiel aus allen Wolken, während ich noch bei der Wundversorgung war, als die vermeintliche Freundin des Fahrradunfallopfers auf einmal sagte, das sei gar nicht ihr Freund. Aber warum, um Gottes Willen, hat dieser Mann dessen Fahrrad und dessen Sensor behafteten Helm benutzt? Ich habe den ja gerade schon versucht anzurufen. Wenn Sie ihn nicht erreichen, vielleicht sollten Sie dann wirklich die Polizei anrufen. Und ihn dann als vermisst melden, oder was? Ich weiß, also was ja komisch ist, ist, dass Sie mit die App von dem Helm Ihres Freundes auf Ihr Handy kriegen. Und dieser Helm ist nicht auf dem Kopf Ihres Freundes gewesen, sondern eines Mannes, den wir nicht kennen. Aber der kann ja vielleicht auch hier irgendwo im Krankenhaus sein. Ich habe ein Handy gefunden beim Patienten. Und vielleicht ist ein Notfallkontakt oder sowas hinterlegt. Oh, das ist super. Schau mal eben, ja? Passen Sie auf, wir machen jetzt Folgendes. Oh, das ist nicht gesperrt. Kannst du mal den letzten Anruf nachgucken, ob du da jemanden findest? Das war mal wieder eine Situation, wo ich mir gedacht habe, wie wichtig es ist, einen Notfallkontakt zu haben. Wenn es auch nicht auf dem Handy geht, vielleicht hinten drauf geklebt oder an den Portemonnaie, was er jetzt auch nicht dabei hatte, aber vielleicht einfach einen Kleber hinten aufs Handy, wo man jemanden erreichen kann, wenn es mal Not am Mann ist. Also das war jetzt echt gut. Dank des gefundenen Handys kann das Klinikteam ermitteln, um wen es sich bei dem Patienten handelt. Alle hoffen nun, dass die kontaktierte Schwester des Unfallopfers weiß, wo der vermisste Freund von Franka Kroll steckt. Doch statt Antworten gibt es schnell nur noch mehr Fragen. Ist das von unserem Patienten? Ja, genau. Lassen Sie schnell die Gesundheitskarte und sowas da. Haben Sie das gefunden? Haben Sie es dabei? Ja, das habe ich. Ja, wir wohnen in einem Haus. Okay. Das habe ich mitgebracht. Gut, dann mache ich dann die Anmeldung fertig. Ja? Ja? Okay, okay, Schwester Birgit ist mein Name. Guten Tag. Sie sind die Schwester von, wie heißt er jetzt mit Namen? Steffen Bender. Steffen Bender. Okay. Die Schwester von dem Patienten jetzt da drin. Ja. Also es ist nämlich Folgendes. Ich habe erst gedacht, das wäre mein Freund. Wie kommen Sie denn zu meinem Bruder? Der hat den Fahrradhelm angehabt wahrscheinlich. Ja, ganz gewiss, der hat den angehabt. Der macht überhaupt nichts mit Sport, das verstehe ich nicht. Also was macht der mit dem Vater? Ist das jetzt wirklich mein Bruder? Vielleicht kennen Sie sich ja irgendwie privat. Mein Freund arbeitet in einem Sportgeschäft. Vielleicht kennen die sich daher. Wirklich nichts mit Sport zu tun. Das bin ich jetzt echt total perplex irgendwie. Als dann der Notfallkontakt unseres Patienten kam, nämlich die Schwester, Frau Bender, war Frau Kroll wirklich
hat gedacht, jetzt, das ist das Rätsels Lösung. Aber die Frau Bender war vollkommen überfordert. Die wusste weder was von dem Unfall noch sonst irgendetwas. Und die zwei kamen überhaupt nicht zusammen. Und jetzt wussten wir, die Frau Bender kann uns im Moment nicht helfen. Also galt es jetzt echt, Herrn Bender so fit zu machen, dass er uns vielleicht ein bisschen nähere Auskunft geben konnte. Noch bevor Schwester Birgit den verunglückten Steffen Bender zum vermissten Fahrradhelmbesitzer befragen kann, wird ein weiterer Notfallpatient eingeliefert. Diesmal allerdings nicht von Rettungskräften, sondern einem Taxifahrer. Sagen Sie doch bitte noch mal genau, was da im Taxi passiert ist. Also ich habe sie auf der Landstraße auch auf die Liege aufgelesen. Hat er mir noch erzählt, dass er ins Krankenhaus will. Er hat sie aber gerufen, er hat sie angerufen. Ich bin angerufen worden, dass er an die Landstraße kommen soll. Und dass er irgendwas vom Fahrrad hat er noch erzählt. Aber was da gewesen ist, keine Ahnung. Und als ich nachfragen wollte, hat er schon nicht mehr geantwortet. Und als er eingestiegen ist, war er ganz normal. Da hat er noch ein paar Wörter mit mir geredet. Okay, und es sah auch nicht nach Unfall aus. Nein. Er war ganz klar und sauber. Klar und sauber. Das ist er jetzt nicht mehr. So, ich messe Ihnen einmal den Blutdruck. Was wir auch brauchen, ist ein Pulsoximeter. Mhm. Wenn er nachher zur Toilette will, Drogenscreening im Urin. Mhm. Und wenn das so weitergeht, auch eine Blutentnahme. Okay. Hallo, machen Sie mal die Augen auf. Einmal den Arm. Sie haben vorhin gesagt, Sie heißen Bernd. Wie weiter? Hat er Ihnen am Telefonnamen genannt? Nein, das war einfach nur ein Wagen bestellt worden. Und es wurde nur von einem Mann in der orangefarbenen Jacke gesprochen, der da auf mich warten würde. Wie der heißt oder Bernd, wo er herkommt. Nehmen Sie Drogen ein. Haben Sie heute Morgen irgendwas geschluckt? Gespritzt, geraucht. Und 120 zu 60. Wunderbar. Aus ihm kriege ich, glaube ich, nicht mehr viel raus im Moment. Dann seien Sie doch so nett, hinterlassen Sie noch mal Ihre Personalien vorne, damit wir Sie zurückrufen können und damit wir ihm auch sagen können, wo er seine Taxifahrt bezahlen kann. Ja, Geld hätte ich auch ganz gerne. Ja, umsonst fahren kann ich noch nicht. Als der schlafende, unbekannte Fahrgast eine halbe Stunde später endlich wach wird, berichtet er Überraschendes. Der 39-Jährige wird regelmäßig von extremer Müdigkeit übermannt und entpuppt sich als der vermisste Lebensgefährte von Franka Kröll. Was ist denn passiert? Ich kann das alles erklären. Mir ist das nur zu peinlich. Ich wollte dir das nie erklären. Was denn? Ich hab Narkolepsie. Okay, was ich hab das gerade dem Arzt erklärt. Deswegen trage ich diesen Sturzhelm mit Sensor. Wenn man den Begriff Narkolepsie nachschlägt, dann erfährt man ganz unterschiedliche Dinge. Bedeutend tut es eigentlich nur, dass jemand ausgeprägt und manchmal ganz plötzlich sehr, sehr müde wird. Aber niemand weiß ganz genau, warum. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber man kann sagen, wie es sich äußert. Und man kann in gewissen Grenzen auch behandeln und vorbeugen. Was war denn da passiert auf der Landstraße? Das ist einfach total bescheuert gewesen. Ich bin mit meinem Fahrrad im Wald gewesen, wie immer, biken. Und dann musste ich mal groß, so bescheuert sich das anhört. Und dann kam jemand, habe ich nur noch einen gesehen, der mit meinem Fahrrad weggeflitzt ist. Das hat mich schon extrem aufgeregt. Ich habe dann versucht, weil ich das gesehen habe, hinterher zu laufen. Und lassen Sie mich raten, mit Ihrem Helm wahrscheinlich auch. Richtig. Ah. Der hat Helm und alles. Ich habe ja Helm alles da liegen lassen. Der ist mit dem Helm, mit dem Rad losgerast. Und ich bin dann hinterher, der war schon über alle Berge. Und dann habe ich irgendeine Sirene gehört. Kurze Zeit später habe ich dann einfach nur noch gesehen, mein kaputtes Fahrrad habe ich dann gesehen, Herr Doktor. Ah. Und dann haben Sie den Taxi gerufen. Richtig. Ich musste schon ein bisschen schmunzeln, als Herr Neumann erzählt hatte, dass er sein großes Geschäft im Gebüsch gemacht hatte und dass ausgerechnet in diesem Moment sein Fahrrad gestohlen worden ist. Der arme Junge hatte leider in diesem Moment Pech gehabt. Ich glaube, da gibt es auch noch Klärungsbedarf, warum jemand mitten im Wald auf einmal ein Fahrrad mitgehen lässt. Das ist ja kein gezielter Diebstahl. Also, Herr Neumann, Sie lassen das bitte alles noch mal ambulant abklären. Ja, ob das jetzt vielleicht ein neues Stadium Ihrer Narkolepsie ist, ob Sie vielleicht doch besser wieder prophylaktisch Medikamente nehmen. Das kann aber so in aller Ruhe gemacht werden. Und ich werde mal mit dem anderen Patienten sprechen, ja. Wenn der bereit ist, mit Ihnen zu reden oder vielleicht auch die Schwester, dann können Sie das natürlich dann machen. Während Narkoleptiker Bernd lieber nach Hause möchte, um sich auszuruhen, kehrt Dr. Beckers anderer Patient vom Röntgen zurück, mit eindeutigem Ergebnis.
Offen hingegen ist nach wie vor, wieso Steffen Bender im Wald zum Fahrraddieb wurde. Hallo, Herr Bender. Hallo, Herr Bender. Hallo. Wo bin ich denn? In der Klinik am Südring, in der Notaufnahme. Steffen, ich bin auch da. Hallo, Anna. Hallo, bleiben Sie mal ganz ruhig liegen. Was machst du denn für Sachen? Wir wollten Sie auch her. Ja. Okay, da ist ja einiges passiert, bis Sie hier angekommen sind. Vorsichtig, der Arm ist gebrochen, ne? Ganz eher, tut weh, ne? So, jetzt werden Sie erstmal richtig wach. Ich guck mal kurz auf die Bilder, die sind gerade angekommen. Dann reden wir weiter, ja? Ich möchte unbedingt wissen, was mit ihm los ist. Also, beim Arm sind es sogar im Grunde zwei Brüche. Einmal eine minimal eingestauchte Fraktur oben, kurz unterhalb des Gelenks. Und eine weitere direkt im Schaft. Beim Bein sieht es ein bisschen besser aus. Da ist das nur glatt, ganz glatt durchgebrochen und nicht verschoben. Das könnte man theoretisch gipsen, müsste aber bis ganz hier oben hin sein. Steffen Benders Frakturen sind so grenzwertig. Man kann sie konservativ behandeln, aber ob seines eigentlich noch medizinisch gesehen jugendlichen Alters, ist vielleicht für ihn die OP die bessere Wahl. Er kommt schneller wieder auf die Beine, kann auch den Arm schneller wieder bewegen. Und es besteht nicht die Gefahr, dass man nach einem Abrutschen, insbesondere der gelenknahen Oberarmfraktur, doch noch sekundär eine OP machen muss, weil das eben nicht so stehen geblieben ist. Aber jetzt erzählen Sie doch mal bitte, warum Sie auf diese ganz abstruse Idee gekommen sind, im Wald ein Fahrrad mitgehen zu lassen. Also ich arbeite am Finanzamt. Und du weißt doch, ich sitze so viel im Büro und ich soll doch, mein Arzt hat gesagt, ich soll mehr in die frische Luft, im Wald spazieren. Ich war irgendwo in der Pampa, habe meine Runde gedreht. Ich bin ja immer 1-2 Stunden unterwegs. Und auf einmal ruft die Klinik am Südring an und Mutti wurde eingeliefert mit Herzinfarkt. Die wurde eingeliefert? Ja. Was war denn? Die haben nur gesagt, Herzinfarkt. Oh, entschuldige, dass ich dich jetzt so, aber... Okay, beruhigen Sie sich bitte. Ich habe mich eben erkundigt. Es wurde bei unseren Kollegen in der Inneren eine ältere Dame, die auch Bender heißt, aufgenommen. Ja, ich nehme an, das ist Ihre Mutter, 81 Jahre alt. Ja? Was für ein Tag. Der Dame geht es wieder gut. Die hat eine relativ ausgeprägte Herzrhythmusstörung. Ja, das ist schon aber, bekannt. Ach, das ist bekannt. Aber nicht so schlimm. Also, dass sie irgendwas hat, ist aber, dass sie... Deswegen war das jetzt naheliegend. Beruhige sich bitte. Oh, ja, es ist, tut mir leid, aber jetzt liege ich... Mit 81 kann man schon mal solche Sachen bekommen. Auf jeden Fall ist es kein Infarkt. Es geht ihrer Mutter ansonsten gut. An der werden Sie vielleicht noch viele Jahre Freude haben. Ja, also kein Grund zur Panik. Keine Panik. Ich verstehe es ja, aber du kannst doch kein Fahrrad mitnehmen. Ja, ich wusste nicht, wie komme ich. Du kannst doch gar nicht. Zu Fuß hätte ich ewig gebraucht. Dann sehe ich an der Ecke ein Fahrrad stehen, keine Menschenseele und mir ist nichts anderes eingefallen. Ich bin aufs Fahrrad und losgeradelt und... Du bist schon so lange nicht mehr gefahren. Ich bin vor 10 Jahren das letzte Mal Fahrrad gefahren und bin die Böschung runter und zack, hat es mich umgelegt. Seitdem weiß ich nichts mehr. Herr Bender befand sich, als er den Anruf erhielt vom Krankenhaus, dass seine Mutter wahrscheinlich mit einem Herzinfarkt hier eingeliefert worden war, in einer Ausnahmesituation. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte ein Rennauto gestohlen, wenn ich ins Krankenhaus gemusst hätte zu meiner Mutter. Ich kann es nachvollziehen. Es stand da einfach rum. Er hatte ja nicht gesehen, wo der Besitzer des Fahrrades war, dass er da hinterm Baum hockte. Von daher, ich kann es nachvollziehen, auch wenn es nicht richtig war. Sie müssen sich jetzt überlegen, wie Sie durch diesen in Panik verursachten Unfall die Schäden wieder behoben haben wollen. Es geht konservativ. Ich empfehle Ihnen aber eher eine OP. Wenn Sie morgen früh so richtig Ihren Opiatrausch ausgeschlafen haben, dann lassen Sie sich das noch mal durch den Kopf gehen. Dann schicke ich Ihnen noch mal den unfallchirurgischen Kollegen vorbei. Der erklärt Ihnen dann einen möglichen Eingriff. Ich denke, Sie werden dann die richtige Entscheidung treffen. Ja, und jetzt erst mal runterkommen, so in aller Ruhe entscheiden. Und für die Zukunft, wenn irgendwelche familiären Probleme anstehen, das ist ja bei Herrschaften über 80 zu erwarten, auch wenn sie noch so gut betreut sind, hilft es den alten Leuten gar nicht, wenn die Kinder, die auch schon um die 40 oder deutlich älter sind, auch abbauen. Ganz im Gegenteil, das Chaos wird nur größer. Im Sinne der Mediziner hat sich Steffen für eine OP seiner Brüche entschieden und wird sowohl Arm als auch Bein in einigen Wochen wieder belasten können.
Bei Narkoleptiker Bernd hatte sich längst entschuldigt und Fahrrad samt Helm ersetzt.